Ich verschicke 12 Testbriefe ins Ausland. Die Hälfte davon hat einen blauen Luftpost-Priority-Aufkleber und die andere Hälfte nicht. Und die große Frage ist, werden die Briefe mit den Luftpostaufklebern schneller bei den Empfängern ankommen als die Briefe ohne Aufkleber? Ja, alle Briefe sind Einschreiben, sodass ich das genaue Zustelldatum herausfinden kann. Und die Einschreiben sind an Postfilialen in folgenden Ländern adressiert: Italien, Frankreich, Finnland, Großbritannien, USA und die Schweiz. Interessant gewesen wären auch Kanada und Australien, aber dort bieten die Postgesellschaften für Einschreiben kein Tracking an. Ja, ich werde die Briefe jetzt mal einwerfen und in ein paar Wochen haben wir das Ergebnis. Die Ergebnisse liegen vor. Alle Briefe haben Deutschland am 14.11. verlassen. Da gab es den Eintrag im Tracking der Deutschen Post. Die Briefe wurden in die Zielländer weitergeleitet. Ergebnis für Frankreich. Dort war die Zielregion Toulouse, zwei Postfilialen in Toulouse. Beide Briefe kamen dort am 15.11. an. Also Prio oder nicht Prio machte keinen Unterschied. Beide Briefe gleich schnell. Und auch die Geschwindigkeit fand ich beeindruckend. Schon einen Tag nach dem Export aus Deutschland zur Stellung in Frankreich. Top. Dann die Schweiz. Dort war die Zielregion St. Moritz, zwei Postfilialen dort im Ort. Der Nicht-Prio-Brief kam am 16.11. in St. Moritz an und der Prio-Brief einen Tag später am 17.11. Ja, das fand ich kurios, dass der Brief ohne Luftpostaufkleber sogar einen Tag schneller war. Ich habe versucht, diese Verzögerung im Tracking irgendwie aufzuklären, gelang mir aber nicht. Beide Briefe wurden am 15.11. um 9 Uhr morgens in Zürich bearbeitet. Und dann gab es irgendwie auf dem weiteren Transportweg nach St. Moritz eben diesen einen Tag Verzögerung beim Prio-Brief. Jetzt kommen wir zu Italien. Da war die Zielregion Cosenza. Beide Briefe wieder gleich schnell, Zustellung am 22.11. Wobei hier eine Besonderheit ist, nur ein Brief hat wirklich den Status zugestellt bekommen. Der andere Brief hat den Status zur Abholung durch Kunden bereit. Also Mitarbeiter dort in der Postfiliale in Cosenza dachten wohl nicht, dass der Brief wirklich an sie adressiert ist, sondern sie haben den Brief zur Abholung bereitgelegt. Die denken also, da kommt ein Kunde vorbei. Ja, wird aber niemand vorbeikommen. Wahrscheinlich bekomme ich nach Ablauf der Lagerfrist dann eine Rücksendung. Das nächste Land, ja, ist Großbritannien. Da habe ich sogar eine postalische Rückmeldung bekommen. Ein Mitarbeiter der Postfiliale dort oben in Schottland hat meinen Testbrief genommen, das Ankunftsdatum abgestempelt, draufgestempelt und mir den Brief wieder zurückgeschickt. Ich hatte eigentlich reingeschrieben, sie brauchen auf meinen Testbrief nicht reagieren, können ihn entsorgen. Aber ja, ein Postfilialmitarbeiter war so nett, hat mir den Brief zurückgesendet. Und auch in UK, in Schottland, war das Ankunftsdatum beider Briefe identisch, 17.11. Das nächste Land, muss ich mal eben schauen, ja genau, Finnland. Da habe ich mir einen Ort oder zwei benachbarte Orte ganz oben in Finnland, in Lappland herausgesucht, eben damit die Transportstrecke schön weit ist und auch unterschiedliche Lieferzeiten auf dieser langen Strecke entstehen können. Beide Briefe kamen am 18.11. im Importbriefzentrum Helsinki an. Dann ging es weiter hoch in den Norden. Beide Briefe wurden am 25.11. in den beiden Postfilialen zur Abholung hinterlegt bzw. zugestellt. Wobei auch hier in Finnland erstmal kam der Scan zur Abholung durch Kunden bereit und dann 2-3 Stunden später wurden die Sendungen auf zugestellt gebucht. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Mitarbeiter in der Postfiliale erstmal überlegt haben, ist der Brief wirklich an uns adressiert? Und dann haben sie gedacht, ja, wir nehmen den Brief selber an. Jetzt das letzte Testergebnis. Zwei Briefe in die USA, nach Lubbock in Texas. Die Briefe kamen am 23.11. in New York an und lagen dort bis zum 26.11. erstmal im Logistikzentrum herum. In der Sendungsverfolgung stand Inbound into Customs, also Zollkontrolle. Das ist bei Dokumentensendungen eigentlich eher unüblich. Aber am 26.11. ging es dann weiter in Richtung Texas und Zustellung beider Briefe am 28.11. Also auch hier wieder kein Unterschied, ob da so ein Priority-Aufkleber drauf ist oder nicht. Das ist jetzt nicht das Testergebnis, was ich mir oft erhofft habe. Ich dachte, irgendwo muss es doch Laufzeitunterschiede geben, aber nein, Pustekuchen. Sogar das Gegenteil, in der Schweiz war der Prio-Brief langsamer als der Nicht-Prio-Brief. Wobei dieses Testergebnis gilt jetzt nur für die von mir untersuchten Länder. Es kann sein, wenn ihr etwas in die Türkei schickt, nach Griechenland, Georgien, sonst wohin. Da kann der Luftpostaufkleber schon einen Unterschied machen. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls, es schadet nicht. Ihr könnt den Luftpostaufkleber ja in der Postfiliale kostenlos draufkleben lassen. Aber wenn ihr es vergesst, hat es wahrscheinlich auch keinen negativen Effekt. Oder habt ihr andere Praxiserfahrungen, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch dieses Video zum Luftpostaufkleber anschauen. Da habe ich mal so die theoretischen Grundlagen erklärt ohne Praxistest.
Und das Video findet ihr natürlich auf dem Kanal von Paketdar.